In Deutschland gibt es rund 3 Millionen Familienunternehmen. Sie gelten als der treibende Motor in der deutschen Wirtschaft. Jedes Jahr zeichnet die Bonner Intis Akademie für Familienunternehmen einen Firmeninhaber aus, der sein Geschäft derzeit besonders gut macht. Und Familienunternehmer des Jahres wurde diesmal ein Mannheimer, dessen Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes wie geschmiert läuft. Der Mannheimer Stefan Fuchs sorgt dafür, dass viele Maschinen weltweit reibungslos laufen. Ob im Bergbau, in Stahlwerken oder in der Automobilindustrie. Seit über 80 Jahren wächst das Schmierstoffunternehmen stetig. Selbst die trüben Konjunkturaussichten können Fuchs Petrolub derzeit nichts anhaben. Stefan Fuchs wurde deshalb am Abend auf Schloss Bensberg von der Bonner Akademie Intis zum Familienunternehmer des Jahres gekürt. Ich bin sehr stolz für meine Familie und für unser Unternehmen. Rein persönlich nehme ich das mit großer Demut entgegen. Aber es freut mich sehr auch für die Leistung meines Vaters, der die Firma auch in 4 Jahrzehnten mitgeprägt hat und das auch toll an mich übergeben hat vor 11 Jahren. Und obwohl Fuchs Petrolub an der Börse notiert ist, hat Stefan Fuchs seine Werte und Prinzipien als Familienunternehmer nie aufgegeben. Familienunternehmen sollen ja auf der einen Seite ökonomisch erfolgreich sein und das ist genau das, was die Börse verlangt. Wenn ich dann auf der anderen Seite ein starkes Wertegerüst habe, man weiß, wofür die Familie steht, dann sind die Anleger sehr, sehr wohl und gerne bereit, einer Familie zu folgen, die einerseits eine starke Wert- und andererseits eine starke Werteorientierung, also einen guten und erfolgreichen Kapitalismus verkörpern. Und als Familienunternehmer denkt Stefan Fuchs nicht in Quartalen, sondern langfristig und vielleicht schon an die nächste Generation.